Willkommen, mein Name ist Bachi und heute bin ich noch immer bei Daniele Plans im Gewächshaus und der Joris wird heute seinen kleinen Nanocube einrichten, der ist für eine Messe, die findet so in 2 Wochen in etwa statt. Das ganze Aquarium wird in Dry Start gestartet, also noch nicht befüllt und danach werden wir uns noch die Pflanzen raussuchen, wenn wir das Hardscape fertig haben. Und zwar geht's direkt los mit ein bisschen Säulen. Schätzungsweise 2-3 Liter sind jetzt da drin. Das Lieblingstool eines Aquascapers, ein Pinsel, ja, was auch sonst. Und wir machen den Soil natürlich hinten ein bisschen höher als vorne. Dadurch hat das ganze Aquarium direkt mehr Tiefenwirkung. So. Und jetzt können wir schon mit dem Hardscape spielen. Wunderbar. Wie Pachi gerade angekündigt hat, wir haben hier unsere Slate Rocks. Die werden eigentlich für die Dekorproduktion verwendet. Da gibt es einen neuen Artikel seit kurzem bei Daniele Plans, und zwar die bekannten Moosbälle. Die werden aufgemacht, aufgeklebt. Ist ein super Tummelplatz für Garnelen. Also, wer da Bock drauf hat, Ausschau halten oder einfach selber machen. Ich hoffe, ich werde dafür nicht gekündigt. genau. Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt machen will. Das ist absolut Freestyle. Wir haben gerade die Steine ausgesucht, gewaschen. Ich muss gestehen, ich habe schon mal was von Oliver Knott gesehen. Der hat was mit so Schiefersteinen gemacht. Und zwar kann man die so super aneinander legen. Und dann kriegt man so, ich weiß nicht, das sieht aus wie so ein Reißverschluss. Und keine Ahnung, ich probiere das jetzt einfach mal. Setz die irgendwie so schräg ein und mach hier mal so ein bisschen so versetzt das Ganze. Dass manche so ein bisschen weiter nach vorne kommen, weiter hinten sitzen. Und ich hoffe, am Ende sieht das nach irgendwas aus. Keine Ahnung, ihr seht mehr als ich. Ich stehe die ganze Zeit hinter dem Aquarium. Und dann werden wir einen spannenden Moment haben, wenn ich nach vorne komme und mir das zum ersten Mal angucke. Also zumindest für mich spannend, weil ihr seht das jetzt schon die ganze Zeit. Und keine Ahnung, haut mal in die Tasten, wie ihr das findet. Wie ihr überhaupt es findet, wenn der Joris mal Deutsch spricht. Das ist ja auch eigentlich eine Seltenheit. Ja. Ja, wer mich kennt, der weiß, meine Videos gibt es nur auf Englisch. Das hat schon mal so eine coole Struktur, so ein bisschen. Ich glaube, in dem Fall kann man hier noch mal ein bisschen Säul hinten nachfüllen. Ups. Da habe ich was verschüttet. Das wäre ein perfekter Augenblick für so ein Product Placement, einer von diesen Saugrobotern, aber wir haben keinen. Ich glaube, so von oben gesehen sieht das schon irgendwie ganz cool aus, finde ich. So, den machen wir hier ein bisschen versetzt rein. Packen hier noch mal was rein. Ich glaube, das war's vorne. Ich will mir nicht nämlich alles verbauen. Da muss ein bisschen Platz für die Pflanzen bleiben. Und wir machen noch was hier oben. Das soll sich hier nämlich auch so ein bisschen fortsetzen. Ja, so kann ich mir das vorstellen. Also von oben sieht das total cool aus. Ich will mich nicht selbst loben, aber es könnte auch was von vorne sein. Der Pachi will mir nichts verraten. Schon, ja. Okay. Also ich finde schon mal ganz gut. Also ja, was war das? 5 Minuten? Ja, in etwa. Ja, Oliver, vielen Dank für die Inspiration. Ich weiß nicht, vielleicht findet Pachi noch das richtige Bild. Gibt es irgendwo unter den 5000 Postings auf Instagram von Oliver? Vielleicht findet man das. Ich werde es versuchen, dass ich finde. So, nein, in die Ecke kommt kein Stein mehr rein. Ich bin fertig hier oben. Ich brauche noch einen kleinen Becher. Muss ich mir irgendwo hier besorgen. Wir bleiben hier voll bio. Wir nehmen hier so eine Coco Cave. Ja, keine Ahnung, bisschen Deko. Und damit fülle ich das Säul rein. Das ist hier der neueste Trend. Statt Bonsai irgendwelches Zubehör, nehmen wir einfach so eine halbe Kokosnuss, ne? Demnächst zu kaufen von Moskotten oder so. Hier, eine Produktplatzierung nach der anderen, ne? Ja. Dauerwerbesendung nennt sich das hier. Aber ist ja eh von vornherein, glaube ich, eingeblendet worden. Pahi ist hier ja unterwegs, von daher völlige Transparenz, aber alles unbezahlt. So, ich würde sagen, Hardscape ist fertig. Ich gehe hinter die Kamera, also auf die andere Seite und gucke mir das selber zum ersten Mal an. Oder wisst ihr was? Ich drehe das auf dem Tisch und dann seht ihr meinen Gesichtsausdruck, wie es entgleist, weil das Ganze nicht so gut aussieht. Ja. Für 5 Minuten weniger kann man das schon durchaus durchgehen lassen. Wir bleiben dabei. Wie gesagt, soll auch so ein kleines Quickie sein, aber ihr habt es gesehen, ich habe hier einen Stein einfach nach dem anderen gesetzt, einen großen, einen kleinen, das Ganze ein bisschen abgewechselt. Wenn der Pachi gerade mal von oben die Kamera drauf hält, dann seht ihr eigentlich, was ich die ganze Zeit gesehen habe. Ja, so, also das war die Sicht, was der Joris gehabt hat beim Scapen. Also da kennt man noch nicht so viel von hinten. Also es ist ein bisschen schwierig, wenn man einrichtet und gleichzeitig filmt. Also ich glaube, du hast aber da eh schon ein bisschen Übung. Jedenfalls brauchen wir jetzt die passenden Pflanzen dafür.
und dann können wir zusammen überlegen. Ja? Ihr könnt mal schreiben in die Kommentare, was ihr da reinpflanzen würdet. Es wird ganz interessant sein, rauszufinden, ob das sich mit meiner Auswahl matcht. Ich habe so ein bestimmtes Bild im Kopf. Wir werden jetzt ins Gewächshaus gehen, die Pflanzen dafür holen und dann nachgucken in den Kommentaren, ob einer von euch recht hatte. Ja, was machen wir denn schönes rein? Wir auf jeden Fall, glaube ich, so Hemianthus cuba reinmachen. Wir können das Ganze mischen mit Nadelsimse. Das heißt, wir haben ein bisschen größer werdende, die Eleutheris acicularis. Und wir brauchen auf jeden Fall Farbe. Ja, für die Farbe so ein bisschen so grün mit grün-weiß. Da wäre vielleicht hier so eine kleinbleibende. Also, die ist nicht kleinbleibend. Quatsch. Glaub nicht alles, was der Juri sagt. Die wird ganz schön groß. Das ist eine Stängelpflanze. Hier ist die Hygrophila Sunset. Die hat hier diese hellen Adern. Und man sagt dazu auch rosa nervig. Das ist eine Stängelpflanze. Wird riesengroß, bis man sie halt schneidet. Aber für den Drystart und das Aquarium kommt direkt nach dem Drystart auf die Messe. Die bleibt halt so schön kompakt. Das heißt, wir können die als eine Vordergrund-Mittelgrundpflanze missbrauchen. Das könnte, glaube ich, ganz interessant werden, weil die ist schön buschig. Dieses grün-weiße, gesprenkelte. Das könnte cool aussehen. Ich nehme mir einfach mal zwei Töpfchen und weiter geht's. So, wir haben hier Kryptokurinen. Das ist auch super. Wir haben nämlich richtig coole kleine Kryptokurinen, die es sonst nirgends gibt. Also wirklich richtig, richtig cool. Also ich liebe die total. Und weil die so klein und geil sind, passen die perfekt als so ein kleines Highlight für den Vordergrund. Und das sehen wir schon. Nein, falsche Kryptokurine. Schieben wir mal die Tische auseinander. Kommt mal näher, Freunde. Guckt euch mal hier die Schätzchen an. Das Ganze nennt sich Kryptokurine Lutea Hobbit. Die Hobbits waren ja sehr klein und das ist eine sehr kleine Kryptokurine. Die ist jetzt noch grün. Die wird nach dem Drystart auch grün bleiben. Aber später im Aquarium kriegt sie dieses Pink-Violette. Das sieht man hier so ein bisschen an den Herzblättern, wo die halt rauskommen. Da hat sie so ein bisschen, ja, so eine olivbraune Färbung. Richtig, richtig cool. Kann ich jedem empfehlen, der eine kleine farbige Kryptokurine haben will. So ein bisschen mit einer Pava zu vergleichen, die aber, ich weiß nicht, so ein bisschen farbenfroher ist. Und wir haben hier, Fun Fact, so kleine Hüpfspinnen überall. Seht ihr die? Ist ja auch aktuell im Trend. Phidippus regius ist so eine Springspinnenart, die nach dem Film Lukas, glaube ich, so heißt es, diese Hüpfspinne, die so ein Zeichentrickfilm, ganz berühmt geworden ist. Das heißt, wenn ihr auf den Pflanzen mal so ein paar Spinnennetze seht, das ist kein Ungeziefer, sondern das ist von denen hier. Ne? Die halten das hier eigentlich biologisch sauber von irgendwelchen anderen kleinen Viechern und wir lassen die auch in Ruhe. Wir haben hier so eine kleine Population von den Dingern. Und da ist ein großes Männchen, das Schwarze. Also Lutea Hobbit wird's nicht. Jetzt sind wir im nächsten Haus. Hier haben wir die Pogostemon helferi. Ist eine sehr schöne Pflanze. Kennt man auf Englisch auch unter dem Namen Donoi, was dafür steht wie kleiner Stern. Kommt, glaube ich, irgendwie aus dem Thailändischen, wenn ich mich nicht irre. Und das ist nämlich, wo die Pflanze entdeckt wurde. Ist eine sehr, sehr schöne, kompakte und kann man perfekt für so Übergang vom Vordergrund, Mittelgrund zwischen die Steine setzen. Dann nehme ich mir auch mal ein paar Töpfchen davon und wir gehen weiter ins nächste Haus. Mit der kann man halt das Gelb richtig vollpflastern. Dann nehmen wir auf jeden Fall ein paar mehr davon. Und jetzt kommen wir zu den Lobelien. Hier sieht man Lobelia cardinalis mini. Da nehme ich mir so ein paar kleine, kompakte, möglichst stark gefärbte Töpfchen. Leider, leider bleibt sie nicht so farbintensiv im Aquarium, nämlich gar nicht. Sie wird hellgrün. Kriegt dann kleine, runde, grüne Blättchen. Aber für unseren Drystart ist es genau das Richtige. Wir wollen jetzt ein bisschen Farbe drin haben. Richtig dunkel. Was bin ich hier am Anfang hin und her gelaufen, bis ich mir gemerkt habe, wo irgendwas ist? Aber sieh mal ähnlich oder immer gleich? Ja, also du hast, sag ich mal, in jedem Haus dann, du musst wissen, also die Pflanze ist in dem Haus, die Pflanze ist in dem Haus. Und es sind immer dieselben Sorten in dem Haus, manchmal die Tische so, ne? Ja. Ein bisschen in einer anderen Reihenfolge, aber so ganz grob weiß man das dann. Die ist halt schon sehr groß. Das ist die Kryptokurine Flamingo, wenn sie erst wächst. Und dann sieht man wunderschön die rosa Blätter. Aber was ich dem Pachi zeigen wollte, das ist halt auch Kryptokurine Flamingo, wenn sie erst wächst. Und es kann passieren, dass sie zurück zu ihren braunen Blättern wiederfindet. Wenn man sie aber ins Aquarium einpflanzt, wird sie wieder pink. So, liebe Leute, keine Ahnung, wie viel Pachi euch jetzt von dem Rundgang gezeigt hat. Jedenfalls haben wir die Pflanzen ausgesucht und ihr habt hoffentlich fleißig kommentiert. Ein bisschen Trommelwirbel so, wenn wir jetzt die Pflanzen verraten, die wir ausgesucht haben.
Ich weiß auch noch nicht, ob sie alle reinkommen. Also, jedenfalls haben wir uns ausgesucht. Für den Vordergrund die Hemianthus cuba, dieses kleine Kuba-Perlkraut. Wunderschön, sehr klein, perfekter Bodendecker. So ein bisschen Übergang, auch sehr klein, haben wir uns geholt. Hier die, ich schmeiß alles um, die Pogostemon helferi, kleine, so ein bisschen kaktusartige, sieht aus wie so eine Agavenpflanze. Ist ein schöner Kontrast zu den runden Blättern hier. Wir brauchen natürlich Farbe, dafür haben wir uns die Lobelia cardinalis mini geholt. Die hat hier dieses tief dunkelrote, bordeauxfarbende. Ich kenne mich mit Farben überhaupt nicht aus, aber ich stelle es mir vor und es klingt so, als würde ich das. Was haben wir noch? Hier haben wir die Hygrophila Sunset, auch rosa nervig bekannt. Mit diesen aktuell weißen Adern wird im Aquarium rosafarbig. Hat einen schönen grün-weißen Kontrast. Ist eine Stängelpflanze, aber durch den Dry-Start bleibt sie schön klein. Dann haben wir uns hier die Eleocharis acicularis gegönnt. Ist dieses schöne Nadelsimse, schön buschig, macht einen schönen Kontrast. Hinten kann man da vielleicht was damit machen. Und für ein paar richtige Farbkleckse die Alternatera Red Ruby. Hat auch dieses rosa Nervige. Damit haben wir zwei Pflanzen mit rosa Nerven. So, den Spaß werden wir jetzt reinmachen. Und wie viele hattet ihr richtig? Schreibt es auch noch mal rein. Beim Bepflanzen fange ich von vorne an, weil wir haben einen relativ steilen Substratanstieg, damit mir das Ganze nicht nach vorne abrutscht. In dem Fall mit der Hemianthus cuba. Wir holen die Cuba aus dem Töpfchen und mit der Schere kürze ich die Steinwolle ein von unten. Ich lasse mir so ungefähr so einen Zentimeter übrig. Damit kann man das nämlich deutlich leichter einpflanzen. Den Spaß kann man hier von unten aufklappen. Dann sieht man die zwei Hälften und das, was hier oben ist, das kann man so dritteln. Von unten wichtig, mit der Schere durchschneiden, nicht von oben. Und jetzt kann ich das von unten quasi so auseinanderziehen. Und dann habe ich quasi so kleine Pilzchen, so Portionen. Tue ich das nämlich von oben durchschneiden, dann habe ich ganz viele abgeschnittene Triebe. Und das fällt alles auseinander und ist dann ein nicht so schönes Ergebnis. Deswegen nur von unten die Steinwolle durchschneiden und dann einfach so auseinanderziehen. Und dann geht es schon ans Pflanzen. Ich nehme immer hier so einen kleinen Plug und drücke die Steinwolle ein bisschen zusammen, nehme das mit meiner Pinzette und fange hier irgendwo von vorne an. Wichtig Leute, niemals die Pflanzen gegen die Scheibe drücken, also die Steinwolle im Boden. Das sieht einfach nicht schön aus. Ne? Mit dem Finger oben drauf drücken, da kann man die Pinzette rausziehen und die Pflanze bleibt unten. Ich pflanze jetzt bewusst sehr, sehr eng, weil wie gesagt, 10 Tage, dann geht das Ding auf die Messe. Das bleibt trocken bis dahin stehen. Wächst also ein bisschen ein. Die Pflanze hat dann so ein bisschen Zeit, die Lücken zu schließen, ein bisschen anzuwurzeln. Und wird dann auf der Messe erstmalig mit Wasser befüllt oder auch nicht. Wird dann verlost und derjenige, der es gewinnt, der füllt es mit Wasser zu Hause. Jetzt haben wir die Hemianthus cuba reingepflanzt. Das waren insgesamt 4 Töpfchen. Ich habe sehr eng gepflanzt, auch nicht alles verwendet. Ich mache hier mal Schluss mit der Hemianthus cuba und switche zu der nächsten Pflanze. Und dann möchte ich im Vordergrund hier, wie gesagt, mit der Pogostemon helferi ein paar Akzente setzen. Und nach hinten hin, wie gesagt, die roten beziehungsweise die Stängelpflanzen nehmen, weil tendenziell können ja auch hinten auch dann höher wachsen, wenn das mal irgendwann mit Wasser geflutet wird. Entsprechend gehe ich hier auch vor. Bei der Helferi kann ich hier schön die Steinwolle komplett abputzen. Dazu ja, befreie ich die Pflanze davon. Das geht am besten mit der Pinzette. Einfach so von oben von der Pflanze weg, die Steinwolle quasi wegbürsten. Manche nehmen dafür eine Gabel. Ich mache das am liebsten mit der Pinzette. Habe irgendwie, ich weiß nicht, einfach mehr Übung drin. Und es ist auch irgendwie komisch, mit einer Gabel die Steinwolle abzuputzen. Ich habe es probiert, mir hat es nicht gefallen. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, was ihr lieber dafür verwendet. Eine Pinzette oder eine Gabel. Ich benutze auch lieber eine Pinzette. Yes, also, guter Mann. Ja. Das Gröbste abgeputzt. Und dann kann man das Ganze von unten so ein bisschen aufteilen, mehrere Portionen draus machen. Und dann kann man das hier wunderbar einsetzen. Nehmen wir mal hier so, wie gesagt, als Übergang von der Hemianthus cuba in den Mittelgrund verwenden. Die Pogostemon helferi kann man durch Rückschnitt auch sehr, sehr klein und kompakt halten. Die verzweigt sich dann nochmal zusätzlich und wird dann sehr, sehr buschig. Ich glaube, was mir bei der Pinzette gefällt, weil ich halt damit halt die Breite verändern kann. Ja. Und wenn halt nichts, wenn ich einfach durchstreife und nichts hängen bleibt, dann kann ich die ein bisschen schmaler nehmen und dann kann ich wirklich so einzelne Dinger so rauszupfen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Farbe reinkriegen. Ich glaube, die Lobelia Mini, da sie ja eher so klein bleiben soll, sollte ich dann auch irgendwie in den Übergang reinbringen. Und wir werden auf jeden Fall, glaube ich, noch eine Pflanze besorgen, die dann so ein bisschen runter wächst und die Löcher hier füllt. Oder wir haben noch ein bisschen Cuba, die wir verteilen können. Mal gucken.
setze ich mal davor, wie so eine Pflanzenstraße. Dann kann man hier eine Parallele mit der weiß-grünen setzen. Von oben, finde ich, sieht wieder irgendwie cool aus. Von vorne entscheidet ihr. Ich derjenige, der gesagt hat, das sind viel zu viele Pflanzen, die kriege ich nie im Leben rein. Ich glaube, ich habe das gesagt vorhin. Also das ist schon sehr extrem dicht bepflanzt, aber denkt dran, das geht in wenigen Tagen, also in ein, zwei Wochen geht es schon auf eine Messe und dann muss es quasi wie eingewachsen aussehen. Deswegen hauen wir hier ein bisschen mehr Pflanzen rein. Linie Eleocharis machen, mal gucken, ob mein Eleocharis acicularis Trick funktioniert. Er funktioniert. So hat man die Eleocharis acicularis am schnellsten von der Steinwolle befreit. Und genau, bei der auch von unten nach oben aufreißen. Wenn ihr das von oben nach unten aufreißt, dann habt ihr lose Blätter in der Hand. Wenn ihr es von unten aufreißt, dann habt ihr einzelne Pflanzen in der Hand. Ne? Nochmal, wenn ich das so reiße, reiße ich die Blätter ab, immer von unten. Kann man die Pflanzen schön trennen und dann voneinander separieren. Habt ihr dann weniger absterbende Teile. Könnte dieses Layout auch Modern Dutch Style bezeichnen, so moderner Holland-Stil. Wir kombinieren nämlich Hardscape und Pflanzen. So, jetzt können wir halt nochmal ein paar Stückchen verwenden. Also das mache ich einfach auf Kamera, Leute. Im Grunde genommen ist es jetzt fertig, weil wir verlieren langsam das Tageslicht. Ich hoffe, Pachi kann das durch die super Kameraeinstellung kompensieren und wir sind nicht ganz im Dunkeln. Hier ist das fertige Scape. Wir haben wunderschöne Pflanzenstraßen hier zusammen mit dem Hardscape. Ich werde jetzt, wie gesagt, noch hier ein paar kleine Lücken mit Mini-Portionen Kuba ausfüllen, damit es möglichst kompakt und dicht aussieht. Wir werden das Ganze einmal ansprühen und zwar so, dass der Soil feucht wird. Ich kann euch jetzt mal an der Seite erklären. Ich sprühe so lange Wasser drauf, nicht mit der Flasche, ich nehme was Größeres, das ist nur mal zwischendrin zum Sprühen. Aber dass die Feuchtigkeit von oben nach unten durchgeht und das ist mal gute so 2-3 cm, also wo die Wurzeln sind, vorne geht es bis zum Boden, hier hinten reicht es, wenn es bis zur Hälfte ungefähr nass wird, also mal gut einsprühen, auf keinen Fall so viel sprühen, dass ihr vorne, dass das Wasser anfängt hochzugehen. Ja, also wenn zum Beispiel das Wasser durchgeht und unten die Bodenscheibe erreicht, komplett nass, alles gut, aber wenn ihr das so einsprüht, dass hier vorne bis unten nass ist, hier hinten nur so zur Hälfte, lasst das mal 24 Stunden stehen, die Feuchtigkeit zieht bis zum kompletten Boden durch, verteilt sich gleichmäßig und dann reicht es tagsüber, pro Tag dann zum Feuchthalten so ein, zwei Mal so wirklich, ja, so zwei, drei Mal zu sprühen in so einer Tank, das reicht. Alles ist ganz bisschen mit Wasser benetzt, das reicht vollkommen und dann kann man das einfach mit Zeitschaltuhr auf 12 Stunden das Licht pro Tag einstellen oben. Frischhaltefolie und dann funktioniert das eigentlich ganz gut und nach 2 bis 4 Wochen ist das alles angewurzelt, angewachsen, da kann man das mit Wasser fluten, da ist das Sprühen weniger mehr und wenn ihr das länger stehen lasst, dann mein Pro-Tipp für euch, holt euch Springschwänze, das sind ganz kleine weiße Futtertiere, gibt es im Terroristik-Bereich, so als Zuchtansätze, die macht ihr rein und die sind so die Clean-Up-Crew, das heißt ganzen Pflanzen, die irgendwie kaputt gehen oder Algen oder Schimmel oder weiß ich nicht, was da irgendwie an ungutem Zeug entsteht, die kümmern sich darum und das ist wie gesagt für Wabikusas und so Trockensetups mein absoluter Favorite. Bioactive Component, sagen wir dazu auf Englisch. Und das war's, Pachi. Mehr habe ich ja dazu nicht zu erzählen. So, ja, Joris, dann danke für die Erklärung. Also ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was dabei lernen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.